Hallo und willkommen zurück zum RTL Biathlon. Wir beenden jetzt hier die Saison beim Junior Cup und das werden wir in Bansko in Bulgarien machen und es geht wirklich um den Gesamtweltcup. 5 Punkte haben wir Vorsprung. Die letzten beiden Rennen haben wir gewonnen, sogar relativ souverän, würde ich sagen. Da waren wir gar nicht mal so schlecht. Jetzt müssen wir noch unser Training machen. Schauen, dass wir das wieder ganz gut austarieren. Komm, machen wir es mal so. Und dann, ach nee, Technik gar nicht so viel. Dann machen wir lieber bei Kraft mal ein bisschen mehr. So, dann haben wir alles jetzt schon fast im 40er Bereich. Wir starten im Massenstart natürlich wieder ganz hinten. Aber das wird schon hinhauen. So. Ja, ordentlicher Start. Wir sind hier mittendrin im Pulk, statt nur dabei. Wir müssen uns jetzt hier den Weg so ein bisschen durchbahnen. Sind wir das letzte Mal ordentlich hängen geblieben. Ja, ist so ein bisschen Abend schon. So, lass mich durch. Ich bin Führender im Gesamtweltcup. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, hier durch das Pulk zu fahren. Ah, jetzt haben wir unsere Schießfähigkeit, die wir natürlich dann beim Stehenschießen auch geltend machen. Beim Liegenschießen würde ich es noch nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob man das dann einmal oder zweimal machen kann. So, da können wir in die Hocke gehen, in die Stefan-Hocke. Dann sind wir auf Platz 2. Da haben wir jetzt ein bisschen, je länger man in die Hocke geht, desto mehr Schwung muss man natürlich holen. Würde ich sagen, gehen wir hier an dem guten Mann doch nochmal schnell vorbei, haken uns dran und dann liegen wir in Führung sogar läuferisch. Da haben wir uns schon deutlich verbessert. Auch ich in der Einteilung der Kraft habe mich da deutlich verbessert. Oh, da oben sieht es schon wieder nach Abfahrt aus. Ich muss auch mal schauen, wie man diese Spezialfähigkeiten dann überhaupt einsetzt. Das weiß ich gar nicht. So, es geht rechts rum, würde ich mal sagen. Oh, da kommt aber eine enge Kurve jetzt. Oh, da komme ich nicht rum. Oh, ist er kurz in die Kackhaltung gegangen, verdammt. So, liegen wir trotzdem weiter in Front. Können wir hier nochmal ganz kurz, wo geht's lang? Da rechts rum. Dann gehen wir halt wieder die eigene Position. Das wird hoffentlich angezeigt, wie man diese Spezialfähigkeit dort einsetzt. Das nur einmal ganz kurz bei Alexander Wolf, Andreas Wolf, Alexander Wolf, glaube ich, dem einen Biathleten, der hier vorgegeben ist, versucht. Die hatten ja dann generell mehr Fähigkeiten, die man noch am Berg einsetzen kann. So, aber jetzt kommen wir zum Schießstand. Wie gesagt, ich würde es einfach mal lassen jetzt beim Liegenschießen, weil ich da das wirklich kann. Und da sehen wir Schießspezialist A. Oh. Ein bisschen lange Luft angehalten. Muss auch schneller nachladen. Oh, da war knapp daneben. Scheiße. Mist, eine Strafrunde. Und beim Stehenschießen machen wir dann die Spezialfähigkeit. Ich weiß nicht, ob man die zweimal nehmen kann. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Das werde ich ein andermal ausprobieren. Okay. Bislang habe ich noch keinen gesehen. Und dann sind wir weiter in Front. Ein Fehler geschossen und dann versuchen wir die Spezialfähigkeit, wie gesagt, beim Stehenschießen zu machen. Läuferisch sind wir inzwischen, glaube ich, hier auch überlegen. Deswegen kriege ich hier auch die Kurve nicht. Aber da haben wir einen deutlichen Vorsprung. Die sind ja alle noch in der Strafrunde. Der erste kommt und läuft uns jetzt hinterher. Also, das sollte eigentlich kein Thema sein. Können wir hier nochmal schön in Vorlage gehen? Dann geht es hier bergab. Und dann kennen wir die Strecke jetzt ja auch langsam ein bisschen besser. Eine Runde sind wir ja schon gefahren. Da vorne gibt es die Zwischenzeitmessung, aber da werden wir keine Zeit bekommen. Schade, dass man die Abstände nach hinten nicht bekommt. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann oder ob man das sehen kann. Man sieht es halt auf der Karte. Aber die Abstände sind relativ groß. Da können wir uns ein, zwei Fehler leisten. Die Jungs schießen ja anscheinend auch häufiger mal daneben. Wenn wir null geschossen hätten, hätten wir den Sieg quasi schon in der Tasche. So, vorne müssen wir dann leider aufmachen. Da können die anderen länger in die Hocke gehen. So, da können wir mal ganz kurz in die Hocke gehen, ein bisschen Tempo sparen, ein bisschen Kräfte sparen. Tempo hoffentlich nicht. So, der Vorsprung ist sehr, sehr groß. Sieht sehr gut aus.
Jetzt kommen wir zum Schießen, dann machen wir wie gesagt die Spezialfähigkeit. Ich habe keine Ahnung, ob da eine Uhr abläuft, wie lange diese Fähigkeit gilt. Aber das ist, denke ich mal, hoffentlich hilfreich, gerade für meine Zitterhand beim Stehenschießen. Da sind gerade welche, die erst aus der Strafrunde rausgehen. Was macht ihr denn, Jungs? Oh, ach scheiße. Das ist natürlich viel einfacher so. Das ist ja viel einfacher so. Gut, der erste Treffer war nicht drin, aber das ist ja super. Okay, das Spiel ist gerade sehr, sehr viel einfacher geworden, weil ohne diese Spezialfähigkeit ist das echt zum Teil richtig ätzend. Aber das ist ja super. Spezialfähigkeit ab jetzt immer beim Stehenschießen, dann werde ich auch häufiger mal die Null. Beim ersten Mal war ich einfach nur noch, bis ich A gedrückt hatte und S gefunden hatte und alles Mögliche bei den Tastenbelegungen eben gerade. Da hat es ein bisschen wiederkommen. Ja, okay, das war ein bisschen viel Energie. Ich dachte, wir schaffen es noch bis über den Hügel. Okay, das war ein bisschen viel. Ja, kraftkritisch. Es tut mir leid, das war wirklich doof. War die Euphorie, weil wir so einen großen Vorsprung haben. Aber das ist super. Da muss man ja nur noch hoch und runter wippen und trifft dann fast immer. Vorsprung ist auch immer noch eigentlich gleich geblieben nach hinten. Und dann holen wir uns hier den nächsten Sieg. Beim RTL Biathlon. Ne, das ist super. Also wie gesagt, ich habe jetzt häufiger super gesagt, weil es einfach auch super ist. Das erleichtert das Stehenschießen doch um einiges. So, hier muss ich leider aufmachen, weil ich die Kurve dort nicht kriege. Was aber, glaube ich, wirklich mit der Technik zusammenhängt, dass das da hier noch nicht so richtig gut funktioniert. So, wir können jetzt eigentlich auch mal ein bisschen in Vorlage gehen. Mal ein bisschen drüber sein, den gelben Balken. Achso, stimmt. Ach, wir kommen ja eh schon ins Ziel. Ach, habe ich gar nicht. Das ging so schnell jetzt. 6 Minuten 50 haben wir nur gebraucht. Das lief eigentlich ziemlich gut. Und wie gesagt, mit der Spezialfähigkeit werden wir da jetzt auch weniger Strafrunden laufen müssen. Super, haben wir fast eine Minute Vorsprung. Also, das war souverän, souverän, souverän. Damit gewinnen wir, glaube ich, den Gesamtweltcup auch. Das würden wir jetzt natürlich inzwischen sowieso locker schaffen, da ich jetzt auch ein bisschen besser geworden bin. Immer noch nicht perfekt, aber Erfahrung 990, da fehlt uns jetzt leider noch ein bisschen was. Gesamtweltcup gewinnen wir. Vielleicht kriegt es dafür Punkte. Sie haben gewonnen. Yeah. Bin stolz wie Bolle auf mich selbst. Herzlichen Glückwunsch, der Läufer Anpfeifer ist in die Europa-Liga aufgestiegen. Jawohl, wir sind quasi das FC Augsburg des RTL Biathlons. Nein, Quatsch. Wir sind viel besser. So, das war super spannend. Deswegen machen wir gleich mal weiter und schauen, dass wir unseren guten Arne Pfeiffer mit der Spezialfähigkeit Schießen nehmen und in den Europacup einsteigen. Da geht es jetzt gegen Herrn Jürgensen, Wilson, Tscherbakow, der mit uns aufgestiegen ist anscheinend. Edward Lewis, Thibaut, Olsson, Eichele. Oh je, das klingt aber nicht schön. Sorry. Nolan, Pörhöhler, Zwolle, Rosolino, Kasperczak, Hinterseher, Nakamura und wieder Carlos Sanchez. Gibt 9 Wettbewerbe, wir schauen mal, Europacup gibt es und es gibt noch die Europameisterschaft, die wird komplett in Martel stattfinden, das hatten wir ja das letzte Mal in Vancouver. Geht jetzt aber erstmal los, Doppelwettbewerb in Ruhpolding, die Konkurrenz wird stärker sein und dann wird es uns natürlich doch durchaus helfen, dass wir inzwischen besser im Stehenschießen sind. So, mal schauen. Vielleicht schaffen wir mal einen Wettbewerb mit 0 Fehlern. Das wäre ein Traum. Aber jetzt wollen wir auch nicht zu euphorisch werden. Jetzt hätte ich ganz gerne noch 1-2 Wettbewerbe bei den Schwächeren gehabt. Aber mal schauen. Müssen wir auf jeden Fall mal läuferisch vielleicht ein bisschen mehr Energie raushauen. So, der dürfte vor uns starten. So, wie gesagt, den Sprint lasse ich jetzt mal weg zum Start. Spezialfähigkeit gibt es auf jeden Fall wieder beim Stehenschießen. Ich würde es jetzt erstmal nicht riskieren wollen, die im Liegenschießen, wo wir ja eh häufig auch schon 0 geschafft haben,
schon rauszuhauen. So, du schaffst es. Kämpfen. Kämpf dich den Hügel hoch. Vorne geht es dann gleich ordentlich bergab. So, da können wir ein bisschen Tempo machen. Okay. Das war ganz okay. Das war okay. Wir können auch nochmal ganz kurz bergab fahren. Und hier geht es aber dann schon wieder weiter. Da haben wir leicht Rückstand. Na, leicht ist gut, 3 Sekunden. Haben wir auf der Abfahrt wahrscheinlich wieder verloren. Jetzt hat es mich auch noch an der Nase. Hubala. Da hat er einen kleinen Skifehler drin gehabt. Hier sind schon einige steile Anstiege drin. An der Seite geht es auch. Gut, dann können wir wieder ein bisschen mitgehen. Und dann können wir auch gleich schön bergab. Ja, ja, Kraft niedrig, aber die können wir jetzt ja ausruhen. So, die Frequenz ist wieder nicht sonderlich hoch. Mal schauen, ob wir ein bisschen Zeit gut machen konnten jetzt hier auf der Strecke. Wir haben schon viel Kraft verballert. Aber eigentlich noch vollkommen im grünen Bereich für die erste Runde. Da vorne kommt die Zwischenzeit. Da sind wir wahrscheinlich... Oh, alter Schwede, haben wir einen Rückstand. Die Konkurrenz ist anscheinend doch wirklich deutlich stärker hier. Also da müssen wir die Null schießen, um überhaupt eine Chance zu haben. Alter Schwede, wir waren jetzt läuferisch nicht ganz schlecht unterwegs. Also würde ich jetzt mal behaupten... Es geht natürlich besser. So, da hinten sehen wir die schönen Alpen. In Ruhpolding, generell ein schöner Ort, war ich auch schon, aber eher wandern als Biathlon machen. Ich glaube, die wenigsten haben schon mal Biathlon gemacht. Nein, komm schon. Ach, das gibt's doch nicht. Scheiße, ein Fehler ist schon zu viel. Gibt's da nicht. Ey, so ein Mist. Schlechter Start. Ey, nee, oder? 3 Fehler. Das hatte ich so großkotzig gesagt, jawohl. Und dann mache ich 3 Fehler im Liegend. Okay. Das war aber nicht, weil ich das Spiel nicht verstanden habe, sondern weil ich einfach ein bisschen unkonzentriert war gerade. 3 Fehler. Wir werden so abkacken hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Okay, schlechter Saisonstart. Also ich würde die Folge holpriger Saisonstart Teil 2 nennen. Eieieiei. Das ist richtig bitter. In Ruhpolding auch noch, hier in der Heimat. Alter Schwede, war das schlecht. Liegen 3 hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Das ausgerechnet jetzt, wo ich eben noch gesagt habe, ich könnte es jetzt, oh, jetzt konnte ich es langsam besser. Scheiße, ey, hinten der blöde Hubschrauber, den schieße ich jetzt ab. So. Fuck, ey, ich will gar nicht wissen, wie viel Rückstand wir haben. 40 Sekunden, natürlich. 45 Sekunden Rückstand. So, jetzt muss aber eine Null her beim Stehenschießen. Damit wir da noch eine Chance haben, irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Hier macht er irgendwie immer so den kleinen Ruckler rein. So, komm schon. Jetzt mal ordentlich was rein. Naja, ist doch wurscht. So, läuferisch war das in Ordnung. Dann geht's gleich zum Stehenschießen. Ach, herrje. Oh Mann. 3 Fehler. Liegend. 51 Sekunden, auch läuferisch haben wir überhaupt keine Chance. Muss man auch mal sagen.
Also sind wir doch generell noch unterlegen hier bei den im Europacup, aber das wird ja, denke ich mal, noch besser. Ich weiß nicht, ob wir hier auch in der ersten Saison direkt aufsteigen. Gibt ja hoffentlich mehr Punkte. Jetzt werden wir unsere Spezialfähigkeit nutzen. Okay. Stehend 0, verdammt. Liegen 3. Das gibt's doch nicht. So ein Scheiß. Verkehrte Welt. Wirklich verkehrte Welt. Aber mit der neuen Spezialfähigkeit wird das natürlich sehr viel easier. Wie gesagt, muss mal schauen, ob ich das auch für liegend nehmen kann. Teste ich einfach mal. Oder ob man das nur einmal nutzen kann. Komm schon, hau rein, noch mal einen raus. Mal schauen, auf welchem Platz wir jetzt sind. Wir müssen ja vielleicht ein bisschen was gut gemacht haben, stehend. Ja, ein bisschen Zeit haben wir gut gemacht, aber wir verlieren natürlich auf der Strecke allein schon ordentlich Zeit. Müssen wir uns vielleicht doch noch ein bisschen mehr verausgaben, ab und zu mal mehr sprinten, aber... Naja, das bringt natürlich auch nichts, wenn dann die Kraft sofort niedrig ist. Ja, scheiße. Das bringt natürlich gar nichts. Wenn er da jetzt komplett stehen bleibt, quasi fast. Ach, herrje. Das hat nochmal richtig Zeit gekostet. Ja, das hat richtig Kraft gekostet. Ja, die Ausdauer ist jetzt niedrig. Verdammt, aber das sollte doch trotzdem noch reichen, um nochmal einen kleinen Sprint ins Ziel zu machen. Wir werden jetzt nicht von hinten irgendwo auf der Strecke nochmal überholt. Sollen wir mal schauen, wie viel uns das gekostet hat. Naja, 5-6 Sekunden haben wir schon nochmal verloren auf der Loipe. In der Loipe. So, komm schon, hau nochmal einen raus. Können trotzdem noch sprinten ins Ziel. Jetzt geht es ja gleich zum Stadion zurück. So, da warten sie auch schon alle auf uns. Dann hauen wir mit letzter Kraft hier ins Ziel und mal schauen, wo wir gelandet sind. Natürlich 3 Fehler liegend waren zu viel. Ja, der ärgert sich. Er ärgert sich, er ist unzufrieden. Aber unter einer Minute Rückstand mal schauen. Oh, das reicht aber nicht für weit vorne. 13. nur. 10 Strafrunden. Boah, da haben wir richtig auf die Fresse bekommen. Ja, mit 3 Strafrunden müssen wir aber schon eine 0 schießen, um da vorne mit reinzukommen. Läuferisch sind wir noch viel zu schlecht. Kriegen wir auch keine Punkte. Das ist nicht so schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal Feierabend. Das war jetzt nicht so optimal. Wie gesagt, 3-mal liegend daneben geschossen. Das darf eigentlich nicht mehr passieren. Aber immerhin stehend 0, da werden wir jetzt besser sein. Denn wenn wir dort die 0 schießen in diesem Wettbewerb, dann können wir auch mal häufiger nach vorne kommen. Wir brauchen aber, denke ich mal, noch ordentlich Kraftpunkte für unsere Entwicklung, damit wir hier beim Europacup auch vorne dabei sind. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wie gesagt, sorry für die 3-mal liegend, aber wir haben immerhin den Junior Cup gewonnen. Der Saisonauftakt war jetzt holprig. Zum ersten Mal stehen schießen 0. Ich finde, darauf kann man trotzdem aufbauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vom RTR Biathlon und dann hoffentlich mit dem ersten Top-10-Platz, mit dem ersten Top-10-Resultat oder eben vielleicht sogar einem Sieg, einer Podiumsplatzierung. Ich bin für alles offen, was nach oben geht. Dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann.